So, wieder zurück bei Black Myth Wukong. Ja, das wollte ich gar nicht. Okay, ins Menü wollte ich. Ja, genau. Inventar. Trugbildpastille. Tagebuch. Niedere Yao Guai. Na. Da habe ich irgendwie einen ganzen Teil vergessen offenbar. Oder die kommen noch. Wer weiß. Falkenhersteller. Was? Falkenfächerhersteller? Alter, das Bild wird ihm ja null gerecht. Alter, das sind doch alles Affen, oder nicht? Oh, ich weiß es nicht. Ein Vogel ist das ja kaum, oder? Er hat zwar einen Schnabel. Okay, egal. Falkenfächerhersteller. Der Schwan steigt hoch, sein Gefieder prächtig groß. Der Spatz huscht tief, mit Federn leicht und bloß. Die Edlen schätzen Flügel, nicht von Gewinn verführt. Die Weisen stehen fern, ihre Kraft bleibt ungerührt. Gefiederte Vögel sind Meister im Reiten des Windes. Unter ihnen sind die Gefalkten, die auf den schneebedeckten Gipfeln leben, besonders geschickt im Herstellen magischer Gegenstände. Die eisige Stürme kontrollieren. Sie verwenden ihre Daunenfedern, um Fächer zu kreieren, die von der windmachenden Muttergöttin und dem wolkenmachenden jungen Gott hochgeschätzt werden. Laut den Regeln ihres Clans muss jeder Gefalkte die Kunst des Herstellens dieser Gefäße erlernen. Wer sich weigert, wird seiner Titel beraubt und aus dem Clan verbannt. Um Innovationen zu fördern, veranstaltet der Clan jährlich einen Wettbewerb, bei dem die Qualität der hergestellten Gefäße den Status innerhalb des Clans bestimmt. Ein Gefalke, dessen Vorhaben alle einfachen Bürger waren, träumte davon, einen Schatzfächer zu erschaffen, um seinen Status in den Adel zu erheben. Er sparte keine Federn und die Kraft seines Gefäßes zu verstärken. Nach vielen Mühen schuf er schließlich einen Fächer und gewann den Wettbewerb, wodurch er zum Anführer des Clans wurde. Allerdings hatte er all seine Federn gezupft und konnte nicht mehr fliegen, sodass er schließlich Kleidung tragen musste, um seine Kahlheit zu verbergen. Also, am Tag seiner Nachfolge kam der Kranich Unsterbliche, das Oberhaupt des gefiederten Stammes im Oberen Reich, um ihm eine himmlische Registertafel zu überreichen. Stolz auf seinen Fächer prahlte der neue Anführer vor dem Kranich Unsterblichen. Der Kranich Unsterbliche lieh ihm daraufhin den Bananenblattfächer und sagte: Dies ist eine misslungene Schöpfung von Meister Lao. Da du auch Fächer herstellst, schenke ich ihn dir. Nachdem der Kranich Unsterbliche gegangen war, probierte der Clanführer den Fächer aus und war sofort von seiner immensen Kraft entmutigt. Er wollte nicht mehr, dass seine Clanmitglieder ihre Federn zur Herstellung von Fächern verwenden. Er führte seine Anhänger von den schneebedeckten Gipfeln weg, um nach Bananenblättern zu suchen. Schließlich fanden sie einige im Neuen Westen und schufen, indem sie die Methode des Kranich Unsterblichen nachahmten, viele Nachbildungen und erlangten so ihre Fähigkeit zu fliegen zurück. Aha. Gold Lotus Guai. Glückverheißende Wolken oben, ahnungslos vom weltlichen Streit, Nachkommen weit verstreut, suchen ein besseres Leben weit. Alte Texte besagen, dass immer dann, wenn Bodhisattvas oder Buddhas ihre göttliche Präsenz manifestierten, goldene Lotusblüten aus der Erde sprossen und strahlenden Glanz verbreiteten. Mit der Zeit wurden diese goldenen Lotusblüten zunehmend unzufrieden. Sie sahen die Ratte vom Lingshan-Berg, die durch das Stehlen von Lampenöl zum König wurde, den Karpfen des südlichen Meeres, der durch das Stehlen von Guayins Lotusblüten ein großer Herr wurde, und sogar den Skorpion, der den Buddha stach und dadurch die Macht erlangte, ein mächtiger Yao Guai zu werden. Im Gegensatz dazu erhielten die goldenen Lotusblüten trotz ihres fleißigen Dienstes nichts. Nach reiflicher Überlegung beschlossen sie, die Bürde der Größe ihrer Nachkommen zu überlassen. Sie verstreuten ihre Samen in der Welt der Sterblichen, in der Hoffnung, dass diese zur mächtigen Yao Guai heranwachsen und schließlich einen Titel im Oberen Reich erlangen würden. Die goldenen Lotusblüten hatten jedoch nicht erwartet, dass der Weg zur Größe in der Welt der Sterblichen so beschwerlich sein würde. Da viele intelligente und mutige Sterbliche ebenfalls nach Erleuchtung strebten, war der Wettbewerb hart und brutal. Die goldenen Lotusblüten versuchten verschiedene Methoden. Sie verwandelten sich in Frauen, um Männer zu täuschen und deren Lebensessenz zu stehlen, nur um vom Daoisten erkannt und getötet zu werden. Sie verwandelten sich in alte Männer, um Gelehrte mit List zu täuschen und zu verschlingen, nur um durchschaut und verspottet zu werden. Solche Versuche waren zahlreich und oft vergeblich. Prüfungen und Widrigkeiten ließen die goldenen Lotusblüten allmählich erkennen, dass ihre ursprüngliche Form, die glücksverheißenden Blumen, die die Präsenz der Buddhas anzeigen, eine bessere Chance auf Erfolg hatte. Daher gingen sie zu den Tempeln und nutzten ihre Glücksverheißungen,
um Menschen anzulocken, die sie pflücken wollten, und nur um sie danach zu verschlingen. Auch wenn man die Welt nur im Sterben nach schnellem Erfolg wahrnimmt, wie komplex wird die Welt? Aha, ach, nicht auch. Ach, wenn man die Welt nur im Sterben nach schnellem Erfolg wahrnimmt, wie komplex wird die Welt? Ursache und Wirkung sind miteinander verflochten und das Schicksal ist geheimnisvoll. Jeder Schritt, den man unternimmt, ist vorbestimmt. So, so viel zur Geschichtsstunde. Lasst uns diesen blöden Makaken erledigen. So. Well, well. Harsh winds and an old friend. I couldn't be happier. Join me. Snow is the best soil for poetry. Echt stark. Ja, okay. Das ist. Er ist deutlich stärker als vorhin, ne? Vorhin war er kein großer Gegner. Jetzt macht er viel Schaden. Aber das war erst der erste Kampf. Den kriege ich schon klein. You've left yourself in a mount geht das. Und er läuft wieder davon. Hold it, my friend. Sit with me a while. Dark furred, devious natured. Hunting that Gwai is no simple task. You do have some skills, but this land bites with cold. Lack of readiness could be your undoing. Our reunion is destined, and so is my role to teach you this little trick. I am extraordinary, as is my flame. It shall help you in need, be it injury, weariness, or frostbite. Beast or Yaogwai, none shall dare to draw nigh. Feuerkreis. Ein vom Stab gemalter Feuerkreis, in dessen Inneren sich der Außerkorene schnell erholen kann. Nice. Den würde ich gerne zuweisen, diesen Zauber. Ein Punkt. Ich mache mal hier ein bisschen weiter. Ich muss meine Ausdauer noch erhöhen. Das muss sein. Feuerkreis. Ah, Mist.
Ich muss schauen, wo ich den einsetzen kann. Also dieser Makake ist jetzt schon wieder verschwunden, ne? Geht's denn hier noch weiter, das Level? Oder ist hier zu Ende? Noch eine Truhe? Blut des Eisentiers. Wahrscheinlich verfolge ich den bis zum Ende des ganzen Landes, oder? Der kommt wahrscheinlich immer wieder. Und ich habe so eine Vermutung, dass er auch immer stärker wird. Ja, cool. Ein Mensch, ein weiterer Mensch. Come on, it's perfectly cool in here. Join me inside. I'm being unattractive, will you? Such humor, Admiral. Let go of your stubbornness, and I could request Master to set you free. Nein, kein Mensch. Then I'd be open to joining you. Oh, I don't deserve you. That old bastard really made good use of Wukong's relic. Even you, a celestial courtier, bend to his will. Yet my ears tell me that the destined one is Dr. Moneywheel. Pity. Reckon it won't be your master who unlocks these metals eventually. These gold symbols are made by our grand master. And you think a puny monkey can go beyond that? Schildkröte. You've roused Turtle, General. How could you know he's here below? Turtle? Snake? Who cares? I caught a whiff of monkey scent familiar enough for me to sound my welcome. Master valued your talents. He kept you alive beneath the pagoda for your own good. How ungrateful. Evidently, you just don't deserve the ecstasy of the New West. Oho, eine himmlische. Kang Jing Stern. Kriege ich die kleinen? Let's see. Ich habe jetzt natürlich überhaupt keine Fähigkeiten mehr. Ah, Mist.
langsam. Ja, diesen blöden Drachen kennen wir ja. Oh, ja, super unfair, weißt du? Jetzt ist sie da nach hinten gegangen, um sich zu erholen. Ah, okay. Now that my persuasion failed, you'll go back to the pagoda and be renamed. The clouds surge and shiver with thunder. Okay. Da hat mir der ein oder andere natürlich der ein oder andere Zauber gefehlt, das ist auch klar. Aber ich habe sie über die Hälfte gekriegt. Das sollte möglich sein. Schildkröteninsel, interessant. So. Zurück mit voller Kraft. Let's go. Must his head be hung for all to see? Wer ist in diesen Zimbeln eingesperrt? Must the waters they go and roam free? For what deed must all matters not known how to be? You want to say? But who can descend to you? Irgendwie ist das von dem Spiel. Ich meine, der erste Kampf ist immer mega einfach und dann plötzlich. Oh. Mist. Und dann kassiere ich plötzlich. Gut, was doof war. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Was wollt ihr noch machen? So. Ich wollte nämlich noch den Zauber wechseln. Das kommt ja eigentlich gerade recht. Aha, aber gut, das mache ich nicht. Lähmen werde ich nicht wechseln, auf keinen Fall. Lähmen ist viel zu stark. Ich dachte, ich kann die Zauber überall einsetzen, aber ich kann immer nur vorgegebene Zauber auswechseln. Das mag ich nicht so. Weil das Lähmen werde ich nie, das werde ich nie wegmachen. Das Lähmen ist zu stark. Go back to the pagoda and be renamed.
Komm runter. Ich finde es einfach unfair, dass gewisse Attacken so viel Leben nehmen. Ich war so gut im Kampf. Aber diese Bosse können halt immer und immer wieder noch einen draufsetzen. Die werden auch immer im Kampf noch stärker. Das passiert mir ja nicht. Ich werde generell eher schwächer, weil die Zauber aufgebraucht sind. Died and come back. Change your mind. Was für ein Gemetzel. Das war voll das Gemetzel, ey. Immer genau die richtige Abwehr bereit, oder? Ja, ist gut. Ah, Mist. Es fehlt nicht viel. Es fehlt nicht viel. Man kann die nicht, man kann sie nicht, der Sand der Zeit oder was das Teil ist, dieser Sandangriff hat keine Wirkung auf sie. Ist ein bisschen schade. Weil wenn man sie damit so ein bisschen blenden könnte, hätte ich vielleicht noch, ich schaff das schon, ich krieg die. Vom Level her kein Problem. Da ist noch, es braucht das berühmte Quäntchen Glück und dann habe ich die. Schockdämpfendes Puder ist eigentlich nicht schlecht, oder? Aber wer würde das gleiche tun?
das war gar nichts. Schlechter Anfang. Was war das denn? Volltreffer. Ah, da muss ich ausweichen. Mein Fehler. Schon. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Wie unfair. Also der letzte Angriff ist ja echt unfair, also ganz ehrlich. Ich hatte sie. Ja, es ist das Spiel einfach, verdammt nochmal. Der Gegner ist erst tot, wenn der Gegner tot ist. Verdammte Scheiße, ich war eigentlich da. Aber wie schnell sie meinen Wolf wieder erledigt hat, weißt du? Drei Angriffe, der ist wieder weg. Ich hätte sie eigentlich vom Schaden her, müsste ich sie gehabt haben. Der Anfang war auch wieder scheiße vorhin. Ah, das war auch der Mist. Nicht gut genug. Manchmal